Was ich nämlich hier unten mal gucken wollte. Bei kritischen Treffern erhöht sich die Angriffskraft. Bei geringer LP-Stand wird der Angriff gestärkt. Habe ich aber ja nie, ne? Wenn du ausweichst, bleibt ein erheblich länger verwundbar. Ich glaube aber, ich mache mal das hier. Toll. Hat man gesehen. Ah! Fehlt noch genau ein Punkt. Ey, das gibt's doch gar nicht. Erfordert Stufe 19. Also es dauert echt noch, bis dann die anderen Dinger kommen. Aber vielleicht können wir hier... Nein. In der Luft halten. Na, das mache ich eigentlich auch selten. Während Schleuderhieb. Komm. Zack. Wir machen sehr viel diesen hitzigen Hieb. Wobei ich jetzt ja eigentlich auf den hier gehen will und nicht auf den hitzigen Hieb, der da irgendwie doch nicht. Okay, Sandy kann eigentlich auch hier zack erlernen, weil das ist halt das, was sich hier abzeichnet. Und dann... Wir setzen das ja sowieso nicht ein. In normalen Fällen ist sie ja sowieso ihr eigener Ding, ne? Weil wir sie ja selten spielen. Selten bis gar nicht. Der hier noch. Auf kündiglichen Kommando kracht ein massiver Meteor. Ja, das klingt doch gut. Massive Meteor. Und ich vermute einfach, dass er die Fähigkeiten einsetzt. Kyriel kann das hier ja bestimmt. Ich gehe davon aus, dass er die Fähigkeiten einsetzt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er das wirklich tut. Gut, die anderen sind sowieso nicht. Leveln die eigentlich mit? Nee, ne? Oder? Ich glaube nicht. Oder? Wobei Elia ist, glaube ich, auch. Ich glaube, die leveln doch mit. Wäre ja sonst auch doof irgendwie, ne? So, Ausrüstung. Nee, Quatsch. So. Gucken wir mal ganz kurz, ob wir irgendwas so am Waffen nehmen. Diese Netzstrümpfe. Okay, vielleicht können wir mit. Vielleicht sind die Netzstrümpfe ja auch einfach Zutaten. Das kann natürlich auch sein. Dann würde ich sagen, befreien wir Zirkux endgültig. Unsere Helden haben die Yggdrasil-Wurzel, die in die Stadt aufgetaucht war, erfolgreich verteidigt. Doch für eine Freudenfeier ist es noch zu früh. Welch fürchterliche Feinde die Gruppe wohl in der Arena erwartet. Das werden wir jetzt herausfinden, voraussichtlich. Ich vermute mal einen Bosskampf. Damit bleibt nur noch die Arena. Und wenn wir dort aufgeräumt haben, befindet sich Zirkuk wieder in den Händen der Guten. Ich ganz von innen bete dafür, dass so ein Aufräumen nicht nötig wird sein. Denn ihr betet komplett anders herum als ich. Zarvana wünschen sich Unzahl von Monstern als Training für Turnier. Wann immer solche auch finden statt. Na, ah, gut gesprochen, Zarvana. Ich wage es zu sagen, dass ein Faustkämpferin von deinem Kaliber in solch einem Wettkampf weit kommen würde. Ihr meint so? Dann müssen wir wiederherstellen Frieden mit absoluter Eile und darauf bestehen, dass Turnier wieder aufgenommen werden wird. Kommt, Kampf ruft! Da bin ich dir einen Schritt voraus, Prinzessin. Vorwärts! Das ist der Böse. Oh, Link. Bravo, my friend. You are the first to try me so thoroughly. I'm the world's greatest swordsman, pal. Underestimate me again, and I'll try you clean in two. Come on, quickly! Wait! Must you always insist on blindly rushing in? And I thought you brave. Will you not introduce me to your friends? What if I knew him? I work alone, pal. Well then, it will be my pleasure to send them on their way. Oh.
impossible unless well met, children of light. Is it really to be so pathetically easy? I must give thanks to whichever foolish deity saw fit to drop you into my lap. Now that I have found you, your days are numbered. But if you wish to save this worthless world, then you will have to come to me. Get back here! You can't just drop that stuff about light children and saving the world and then disappear. Super Schurkentrick. Robo-Dude! Geile Stimme. Schön, dass sie nicht versagt hat oder so. Great. Thanks for nothing. Geht doch woanders hin. I don't need your help. These guys are mine. But wait! You get yourself killed! An average swordsman might, but I sense that he is nothing of the sort. Nor is he our friend. For now, at least. In short, his welfare is none of our concern. Our priority remains... Shut up, will you? Warum? I'm gonna help him, whether you like it or not. Wenn man sich das vorstellt, ne, der eine heißt Case, der andere heißt Sandy und so läuft das wirklich auch im Leben ab. Ne, das ist schon bitter. Seriously, what part of I don't need your help do you not understand? Oh, I understand. Believe me, I do not fight for your sake. Inferno Slash! Warte mal, wir haben doch jetzt dieses... Aua, jetzt kriege ich aber langsam Schmerzen. Ich habe doch jetzt hier dieses Kreis. Das ist doch sehr... Okay, warte. Ah, so kann man sie benutzen. Ach so, okay, gut. Gut zu wissen. Musste ich auch erstmal herausfinden. So, dieses Geblitzding können wir nämlich einsetzen, weil es, wir haben ja irgendwo gelesen, dass das sehr gut sein soll dagegen. Und wir hier ganz schön auf die Fresse bekommen. So, das heilt aber auch nicht gerade der Burner raus, wa? Lass meine Kumpels kämpfen, weißt du, und ich hau ab. Okay, wir müssen erstmal eine sehen. Wir kriegen ja echt auf die Fresse, muss ich sagen. Weil die auch komplett uns nur fokussen, ne? Also ist ja nicht so, dass irgendjemand anders gerade gefokust wird. Sind eigentlich nur wir. Wer ist denn jetzt hier wer überhaupt? Ich würde gerne den angreifen, der... Okay, das ist der, den... Okay, einer ist tot. Ich guck die ganze Zeit, wer hier wer ist. Oh, das ist sehr gut, dass wir... Was? Muss echt lernen, auszuweichen. Ja, Geblitzdingsen und dann... Getting whooped yet? Or is this part of your so-called strategy? Ach ja. Das erinnert mich an Dragon Quest Builders 2. Unser guter Kumpel. Dessen Namen ich tatsächlich jetzt vergessen habe. Müssen wir aber weg. Aua. Warum tut denn der so weh? Fokus Tamburin. Attacke. Das hätten wir mal gleich haben sollen. Vor allem mit Zack, da hauen wir ihn halt echt weg jetzt, ne? Das tat jetzt aber schon ganz schön weh, der Kampf. Also das war jetzt gegen drei Stück. Das war jetzt ja schon sogar schon knapp gewesen. Das gefällt mir ja gar nicht.
Na, Zelda. I thought I told you to butt out. Na, Link. I was worried about you. There's just no way you could have beaten them on your own. Correction. There's no way you could have beaten them on your own. You weren't wrong about him not being our friend. No. Nor was I wrong about his exemplary skill with a sword. He may be too reckless to prosper on his own. However, with my strategic insight, his martial prowess could be... Are you done talking like you know me? Whatever you think you know, you don't. No, boys. It's clear you're both prize specimens. I'd love to invite you back to the lab and take your measurements, but there's no time. Now, Mr. Super Swordsman, we've heard all about how good you are at waving that thing around, but who exactly are you? Let's just say I'm someone who's looking for something. Someone who somehow ended up here, in your world, trying to find it. Another visitor from a realm beyond our own. Well now, isn't that a queer coincidence? Friend, we humble few journey on a righteous quest to free towns such as this from monstrous occupation. Noble warrior, will you lend your seasoned sword arm to our cause? An ally of your standing would surely bring much in the way of confidence. It's a little out of the blue, but what the hell? This whole Children of Light thing's got me wondering, so sure, I'll tag along for now. Name's Terry, by the way. Tja, mal Vincent. Don't make me regret this. Das ist ein netter Kerl. Vor so ein Arsch. Warum ist denn der so ein Arsch? Ich meine, ich kenne den nicht, deswegen. Ich habe keine Ahnung, was dieser Arsch von uns will. Hey, you. Also kennt ihr unseren mysteriösen Mann im Schwarzen nun oder nicht? Leider nicht. Er scheint aber ziemlich genau zu wissen, wer wir sind. In der Tat, er nannte uns Kinder des Lichts, was er damit wohl gemeint hat. Wie dem auch sei, aus irgendeinem Grund scheint er sich für euch zu interessieren. Was bedeutet, dass er sich früher oder später wieder zeigen wird. Und wenn er das tut, werde ich die Rechnung, die ich mit ihnen offen habe, ein für alle Mal begleichen. Ich werde euch begleiten, für eine Weile zumindest. Vincent schließt sich der Gruppe an. Ich weiß nicht, ob ich den dabei haben will, der ist super unsympathisch. Er ist wirklich extrem arschig. Zumindest wirkt er arschig. Und extrem. Also extrem arschig. Hi. Eure Majestät, schreckliche Neuigkeiten. Was gibt es, Soldat? Sprecht! Yes. Ein Drink. Ein. Ich hab vergessen, was Grünschnabel für eine Stimme hatte. Eine dringende Meldung von dieser Schwere, Eure Majestät. Eine Horde Monster marschiert auf Silvana. Silvania zu. Selbst das geheiligte Silvania bleibt nicht von ihrem Wüten verschont. Verflucht sollen sie sein. Was ist mit den Dorfbewohnern? Sind sie in Sicherheit? Der Meldung zufolge haben sich alle Dorfbewohner im Haus des Ältesten der Elben versammelt, um Verteidigungsmaßnahmen zu ergreifen. Aber schon in Kürze werden sie unter Belagerung stehen, Eure Majestät, und zahlenmäßig sind sie den Monstern weit unterlegen. Die Elben Silvanias sind allesamt Meister der magischen Künste und der Wald dort sollte ihnen gute Deckung bieten. Das Dorf wird nicht so leicht fallen, aber trotzdem. Your Majesty. Eure Majestät, wir müssen den Elben zur Hilfe eilen. Sie werden sich auf Dauer nicht halten können. Genau mein Gedanke. Wir brechen sofort nach Silvania auf. Freunde, treffen wir Vorbereitung. Trefft eure Vorbereitung. Der sturmbringende Schwertmeister, ein geschickter Schwertkämpfer mit einem superschnellen Schwung und recht großer Reichweite, der auf elektrisch aufgeladene Angriffe spezialisiert ist. Sein schockierend starker Blitzschlag zerfetzt seine Feinde und verbrutzelt die Schaltkreise mechanischer Bösewichte, um sie zu Stillstand zu bringen. Öffne das Menü, um mehr über ihn zu erfahren. Ich weiß nicht, ich finde ihn jetzt nicht so Dude-mäßig. So, wir sind aber Level Up, zumindest wir. Sonst keiner. Sind die auch sehr wichtig. Laserdruckkarte. Ich gehe mal davon aus, dass die Laserdruckkarte in etwa diese Karte sein wird, die wir da gemacht haben. Oh, da sind übrigens neue Sachen. Oh, da gibt ja überall. Alter, was wollen die? Die wollen alle was von mir. Muss ich mal kurz mit dir reden. Neue Karten? Willkommen in der Wolkenbrecher Postamt und ist eine Freude, uns mit euren Briefen und Päckchen kümmern zu dürfen. Der Bürgermeister.
Ich möchte euch meinen herzlichen Dank dafür aussprechen, dass ihr eine Katastrophe in Zirkuk in letzter Sekunde verhindert habt. Jetzt, da die Gefahr durch die Monster gebannt ist und unsere Bürger zum Glück unversehrt sind, können wir mit dem Wiederaufbau unserer schönen Stadt beginnen. Sobald alles wieder beim Alten ist, wird in unserer Arena das prachtvolle Turnier stattfinden, das es je in unserer Stadt gegeben hat. Ich würde mich freuen, euch an diesem Anlass als Ehrengäste empfangen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch eine sichere Reise, tapfere Krieger. See you later. See you later. Geschafft! Zirkux ist endlich wieder sicher. Eure Majestät, wenn ich mich recht entsinne, habt ihr versprochen, uns mehr über diese eigenartige Wurzel zu erzählen, die in der Stadt erschienen ist. Ach ja, da wäre mir beinahe entfallen. Ich bitte um Entschuldigung, Freunde. Was ihr gesehen habt, war eines der großen Wurzeln des mächtigen Yggdrasils, den Symbol und Beschützer unserer prachtvollen Reiches. Ein Moment, ihr meint den Welpenbaum? Dieses riesige Ding daheim in Arboria? Ohne Zweifel, der Baum ist gewaltig, aber wollt ihr allen Ernstes sagen, seine Wurzeln reichen bis hierher, nach Zirkuk? Nein, meine Liebe, was ich sagen will ist, dass seine Wurzeln sich über das ganze Reich hinweg erstrecken. Und an Orten, wo das Geflecht besonders dicht ist, kann es vorkommen, dass Teile desselben durch den Boden und ans Tageslicht stoßen, genauso wie ihr das vorhin gesehen habt. Wenn das passiert, nähern die Wurzeln das umliegende Land und bringen die Wärme des Lebens an Orte, die sie unter gewöhnlichen Umständen vielleicht nie erreicht hätte. Und das ist der Grund, warum jede Stadt, jedes Dorf unseres wundervollen Reiches an einer Stelle liegt, an der Yggdrasils Wurzeln sich zeigen. Yes. Wenn diese Wurzeln absterben würden, dann würde folglich auch das Land um sie herum verdorren und die dortige Siedlungen wären ebenfalls dem Untergang geweiht. Genau das. Durch diese Wurzeln fließt nicht weniger als der Lebenssaft unseres Landes. Wir müssen sie um jeden Preis verteidigen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir weitere Wurzeln in Sylvania finden werden, wie auch an anderen Orten, die wir noch nicht besucht haben. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um zu verhindern, dass sie den Monstern zum Opfer fallen. Und was gibt es hier Neues? Willkommen im Titeltresen, wo deine Taten auf dem Schlachtfeld mit prächtigen Preisen belohnt werden. Komm vorbei, sobald du etwas Namenswertes vollbracht hast. Wow, danke. Ich habe die Welt gerettet. Wer weiß, vielleicht haben wir dann etwas für dich. So sieht es aus. Seht dir bereits der ein oder andere Titel zu. Wirf einen Blick drauf. Du hast bisher 0 Titel. Für das Meistern der Grundlagen des Monsters? Oh, okay. Kompetenter Kämpfer. Achso, eine Mini-Medaille. Okay, ich glaube, wir können hier einfach unsere Auszeichnungen mal einfach alle abholen. Ich glaube, wir kriegen für jeden eine Mini-Drachentöter. Ich glaube, wir kriegen für jeden eine Mini-Medaille, oder? Naja, gut. Naja, wir haben dadurch ja auch, können wir dadurch ja auch neue Waffen. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Auszeichnungen. Vor allem einfordern. Als meins. Kann ich nicht alle einfordern? Die müssen wir auch nochmal besiegen, ne? Die 3 Roboter, aber ich habe ein bisschen Schiss vor den 3 Robotern, weil sie uns wehgetan haben. Wir müssen nächstes Mal echt mal auf HP gehen oder, ja, HP, glaube ich, heißt das hier. Congratulations. Ich fordere hier gleich alles ein, ne? Wir sind jetzt hier von insgesamt 100 kritischen Treffern. Congratulations. Okay. Können wir sonst noch irgendwie, warte, halt. Monster bekämpfen? Hier ist eine Aufschlüsselung deiner Fortschritte bei der Monsterbekämpfung. Okay, Schleimer haben wir schon alle besiegt. Oh. Ach so. 500 Schleime besiegt und jetzt 5 Mini mit. Ach so, für jeden, die wir dann besiegen, kriegen wir... okay, gut. Entschuldigung, Flederkühe haben wir ein paar. Bin ich froh, dass sie damit nicht nervt. Okay, also es ist hier alles nur Mini-Medaillen. Nee, mehr brauchen wir nicht. Hauptmann, willkommen, das hier ist die Missionstresen, an dem du alle möglichen Aufträge annehmen kannst, von einfacher Besorgung bis hin zu heiklen Unterfangen. Für jede Mission wird vom jeweiligen Auftraggeber eine Belohnung ausgelobt. Es lohnt sich also, den Hilfesuchenden unter die Arme zu greifen. Wir zählen auf dich. Warum wirst du nicht einfach einen Blick auf das, was gegenwärtig aufgeschrieben ist? Mission annehmen? Oh Gott.
Eisen. Höher, schneller, weiter. Ich möchte den Prototypen verbessern, den ich dir gegeben habe. Könntest du die nötigen Materialien? Ach so. Wir haben aber nichts, ne? Ein riesiger Schwarm Monster randaliert im Zirkuck. Und jetzt verstecken sich meine Stammkunden unter dem Bett, anstatt am Tresen zu sitzen. Das ist schlecht fürs Geschäft. So viel ist sicher, wenn du das in Ordnung bringst. Bedingung bereits erfüllt. Kommt wirklich Wackelpudding raus, wenn man auf einen Schleim haut? Welche Farbe hat er? Ist er warm oder kalt? Und wie wabbelig? Ich muss es wissen. Mama und Papa kümmern es gar nicht, aber du hilfst mir doch bestimmt. Hol mir bitte 2 Schleimtropfen, das vergesse ich dir nicht. Können wir annehmen und auch gleich abgeben? Happy Hunting. Viel Glück. Geschaffte Mission melden. Mal sehen, was wir da für sowas bekommen. Ob wir auch nur Gegenstände für die Alchemie bekommen oder irgendetwas mehr. Well done. Hier ist deine Belohnung. Er hat einen Goldklumpen. Okay, Gegenstände für die Alchemie. Take care. Die anderen Missionen könnte man alle annehmen, klar, aber... Euch kenne ich auch noch nicht, ne? Ach doch, hier. Das ist die... Doch, stimmt. Schuppenkugeln, Kettenkugel, Kupferkugeln. Können wir gleich erstmal alle kaufen. Dann können wir uns nämlich auch gleich ein bisschen verbessern. Ich werde den Schwertkämpfer echt nicht mitnehmen, weil ich das Gefühl habe, dass der echt scheiße ist. Aber das hier können wir uns alles erstmal schön kaufen. Vor allem, weil wir ja auch so viel Geld haben. See you soon. Na, neue Waffen, wa? Digga, Bro. Brandklinge, Bastardschwert, Brandklinge, Tanzstein. Macht natürlich mehr Schaden als das, was wir haben. Deswegen werde ich jetzt auch dazu greifen, dass wir, naja, das langsam ausrüsten. Und nicht mehr unsere Schleimklingen. Sandy kriegt das auch. Dann haben wir nämlich das auch. Bronze-Bumerang. Wir brauchen noch einmal... Zauberschild könnten wir auch, aber geht nicht. Hier brauchen wir noch Kampfgabeln und sowas, aber dafür sind wir einfach zu pleite. Dafür sind wir einfach zu pleite. Kann Vincent irgendetwas Tolles? Faszinierender Angreifer, der den Zaubernden heilt, wenn er den Feind trifft. Wir müssen jetzt einmal ganz kurz auf mich selber gehen und mal echt MP erhöhen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das echt weh tat gerade, was wir getan haben. Es tat, glaube ich, echt weh. Können wir hier noch ein bisschen? Ich weiß nicht, was Weisheit uns jetzt direkt bringt, aber ich vermute mal magischer Schaden. Müssen wir rein theoretisch ausmachen, weil ich das Gefühl habe, dass der Zack und sowas über magischen Schaden geht. Mission einsehen, Ausrüstungen. Habe ich alles nichts. Gucken wir nochmal ganz schnell zu der Alchemie. And what can I do for you? Ahem. Ready? Netzstrümpfe, das können wir uns aber alles nicht. Choose wisely now. Ach so. Okay. Kann ich das irgendwie anders einsehen, was ich dafür brauche? Ah. Oder? Nee. Sexy Strümpfe für Beine, die Blicke auf sich ziehen. Kein Effekt durch sumpfigen Boden. Ach so. Ach, das ist das, was sie erfunden hat in der Zeit. Das ist ja eigentlich auch echt ein bisschen hilfreich, oder? Wir können es halt nur nicht alles herstellen. Das ist halt so ein bisschen, ja. Können wir uns irgendwas... Wir haben jetzt ja schon, wie viel? 17 Mini-Medaillen? 27, okay. Schnelle. Können wir irgendetwas? Ja, gut. Das hier sind natürlich, ne, bei sie. Aber, ne? Wenn wir 80 hätten, hätten wir eine gute Verteidigung. Alter, wenn wir hier 35 hätten, wir allein schon kuriose Kugel. Ich weiß gar nicht. Verteidigung. Abwehr 40 und maximale MP. Das ist schon enorm. Haben wir aber alles nicht. Bewegungsgeschwindigkeit, Rum-Um-Block, Chance auf Heilung beim Blocken, Extrabeute, 3 Anlegen für Stärkeanstieg.
Achso, für erhöhte Stärke. Achso. Längere Wertboni, kritische Treffer gegen Schwachstellen, Erfahrungsgewinnung, das ist auch immer eigentlich ganz gut, erhabene Schuhe. Aber die müssen wir auch herstellen können, ne? Schade, dass das hier nicht wirklich steht, was wir da für Herstellung brauchen. Klar, ich könnte mir das Rezept kaufen, aber im Endeffekt weiß ich ja nicht, was ich denn davon habe. So, ich rede nochmal mit der Kleine da vorne. Mit der Kleine halt da. Guck mal her, Kleine. Captain. Ich wollte euch beiden etwas fragen. Kam euch das, was der Mann in Schwarz gesagt hat, nicht in irgendeiner Weise bekannt vor? Der Mann in Schwarz? Ach, du meinst den finsteren Gesellen aus der Arena und seine Gerede von Kinder des Lichts? Tut mir leid, ich habe keinen blassen Schimmer, was er damit gemeint hat. Der Begriff Kinder des Lichts habe ich dann und dort zum ersten Mal gehört. Yes. Geht mir leider genauso, Ayla. Gibt es irgendwas, was du uns darüber sagen kannst? Okay. Also, ich erinnere mich daran, wie meine Großmutter die Kinder des Lichts einmal erwähnte, als ich noch ein kleines Mädchen war. Ich dachte damals, es sei nur ein Märchen. Eine alte Geschichte, die davon handelt, wie vor langer, langer Zeit die beiden mächtigen Gottheiten des Lichtes und der Dunkelheit die Welt im Gleichgewicht hielten. Beide Gottheiten übertrugen ihre jeweilige Macht an einen bestimmten, auserwähltes Geschlecht. Die Kinder des Lichtes erbten, wie man sich denken kann, die Macht des Lichtes, während ihrem Pedant, den Kinder der Finsternis, die Macht der Dunkelheit zuteil wurde. Und diese beiden Geschlechter stellten sicher, dass die Balance zwischen Gut und Böse aufrechterhalten wurde. Zumindest ist es das, was die Legende erzählt. Die Kinder des Lichts und der Finsternis. Aber wir sind nun gewöhnliche Soldaten. Es gibt nichts an uns, das außergewöhnlich ist. Wie sollten wir etwas mit göttlichen Mächten zu tun haben? Es ist noch zu früh, um etwas mit Bestimmtheit zu sagen zu können. Aber möglich ist alles. Ich werde das genauer untersuchen müssen. Gut, aber wir lassen das heute nicht untersuchen, denn wir machen jetzt erstmal die Aufnahmepause. Denn der Silvesterkater setzt noch ein. Nein, ich bin nicht verkatert, ich trinke keinen Alkohol. Aber der Silvesterkater in dem Sinne, ich bin einfach nur müde, setzt ein und deswegen machen wir jetzt erstmal Feierabend. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann... Oh Mann, ich will eigentlich Jessica winden. Mann, ich habe Jessica am Anfang gesehen und Jessica ist cool. Genauso wie Yangus. Ich glaube, den König werden wir rausschmeißen für Yangus. Ist einfach so. Sandy werden wir leider immer dabei haben. Leider, toll, danke. Deswegen weiß ich noch nicht, Kyrill, glaube ich, für Jessica. Ich weiß es nicht. Das sind auch die einzigen, die mir bekannt sind hier noch. Die anderen kenne ich nicht, weil ich die anderen Teile nie gespielt habe. Bis auf Teil 11. Aber hier wird wohl keiner aus Teil 11 vorkommen. Vielleicht in Dragon Quest Heroes 3. Da wäre es natürlich schön, wenn wir Jade treffen. Ne, das wäre natürlich, hätte was. Aber gut. Es hätte immer was, wenn wir Jade treffen. Okay. Und ja, sie heißt Jade, nicht Jade. Ist mir egal. So, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.